Ja. Das war es auf jeden Fall wert. Auf wen hat Lyra da jetzt geschossen? Right. Warum hat Lyra auf Beric geschossen? Nee, auf sich selber. Gut. Haben wir hier einen Händler? Ah, ist eigentlich egal. Wir reisen jetzt zur Ehrenesse. Ich glaube mal, so viel haben wir langsam nicht mehr an Spielcontent, denke ich jedenfalls mal. Weil ich denke mal, wir haben noch die beiden Türme, damit haben wir, dann haben wir wahrscheinlich den zweiten Akt schon abgehakt. Weil wir sind ja jetzt immer noch im zweiten Akt und ich denke mal, der zweite Akt beschränkt sich hauptsächlich darauf. Jigsaw Spinner, darf ich mit dir sprechen? Ah, neue Leute. Nett von dir zum Plan vorbeizukommen. Ich stecke in einer heiklen Lage und niemand aus meiner Band ist noch am Leben oder in der Nähe, um mir zu helfen. Hör auf, die Zeit des Schicksalsbinders zu vergeuden. Hat bessere Dinge zu tun, als das Gejammer einer Verbrecherin zu lauschen. Darüber urteile ich. Berichte mir von deinem Problem, Soldatin. Danke, dass du mich anhörst. Die Geschmähten haben kein Interesse an Gesprächen, sonst wäre ich nicht hier. Kein einziges Wort gestehen sie mir zu. Sie starrt ihre Wache an. Soldaten haben mich vor einer Bresche in den Altmauern gefunden, das ist alles. Ich war nicht drin, ich hatte meinen Zehen nicht über die Schwelle gesetzt und ich habe nicht mit Geistern getanzt. Ich habe ein gesundes Verhältnis zu meinem Selbsterhaltungstrieb. Und warum wurdest du dann verhaftet? Du hörst nur eine Seite der Geschichte, Schicksalsbinder. Unsere Speer haben dieses Weib dabei beobachtet, wie sie sich bereit machte, die Altmauern zu betreten. Ihr Bericht ist unwahr. Ihre Schuld kann von mehreren vertrauenswürdigen Nordländern bezeugt werden. Der Soldat richtet sich ganz gerade auf, während er mit dir spricht. Tut mir leid, aber bereit machte? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ich könnte nämlich ebenso gut sagen, dass du dich bereit machst, einen Dolch zwischen die Schulterblätter gerammt zu bekommen. Aber das ist ein Scheiß wert, solange ich kein Blut und keine Bronze sehe. Ich bin nicht in die Altmauern gegangen. Ende der Geschichte. Bevor ich in dieser Angelegenheit entscheide, müsst ihr mir eure Kooperation zusichern. Wenn du mich fragst, wurde diese Gefangene bereits angeklagt, für schuldig befunden und verurteilt. Aber wenn dieses kleine Spielchen ihr den Mund stopft, nur zu. Ich werde deine Entscheidung akzeptieren. In eine schlimmere Lage als diese kann ich mich nicht bringen. Also, was hast du vor den Altmauern gemacht? Meine Bande ist hineingegangen, wie ich den Geschmähten dann schon 100 Mal erklären wollte. Ich habe mir die Kehle wund geschrien, um sie zurückzurufen, aber sie wollten nicht auf mich hören. Unser Anführer hat die Bresche entdeckt und es sich in den Kopf gesetzt, einen Schatz zu finden. So sehr ich mich auch bemüht habe, ich konnte es ihm nicht ausreden. Soldat, kannst du etwas zu dieser Verteidigung sagen? Ich war natürlich dort, aber ich kenne den Verhaftungsbericht. Es gab keine Bande, lediglich eine einzige Opportunistin, die sich bereichern wollte, indem sie Kyros Gesetze bricht. Die Speer mussten sie nur ansehen, um zu wissen, dass sie durch die Bresche die Altmauern betreten wollte. Sie ist ein Heißsporn, sie hat sich heftig gewehrt, als sie in Gewahrsam genommen wurde. Ich habe keinen Grund, an den Beschuldigungen zu zweifeln. Du hattest also kein Interesse daran, die Altmauern zu betreten. Niemals, ich bin in den Stufen aufgewachsen, selbst wir haben uns nicht in die Altmauern gewagt. Wenn ich wegen Kyros Gesetz, dann wegen der Dinge, die darin lauern und einen fressen wollen. Was du auch in den Schatten dieser Ruinen finden kannst, ist das Risiko nicht wert. Irgendwie glaube ich ihr das.
Was hat deine Bande in den Altmauern gemacht? Ärger machen, plündern, nicht mehr oder weniger als alle Banden tun. Unser Boss war besessen davon, seinen Posten zu behalten. Eine gesunde Einstellung, wenn man dem scharlachroten Chor angehört. Als er zu dem Schluss kam, dass sich in den Altmauern vielleicht mächtige Artefakte befinden, nahm er sich vor, ein solches zu finden, um jeden Preis. Seltsam, dass ein Mann, der so auf sein Überleben bedacht ist, alles tut, um getötet zu werden. Typisches Verhalten für jemanden, der nicht auf seine Führungsqualitäten vertraut. Und natürlich führt das dazu, dass seine Ängste wahr werden und seine eigene Bande ihn stürzt. Siehst du, sie verstehst es. Foxlist verneigt sich vor Lyra. Weißt du, wo deine Bande jetzt ist? Ich habe sie nie aus den Altmauern kommen sehen. Entweder haben sie es geschafft oder nicht. Ich würde auf Letzteres wetten. Falls sie es hinausgeschafft haben, vergeuden sie sicher keine Zeit, um mich zu finden. Also scheiß auf sie. Die Einstellung gefällt mir. Wäre ich auf der Suche nach Rekruten, würde ich sie zu meiner rechten Hand machen. Hat deine Bande die Bresche in den Altmauern verursacht? Was soll das ein Witz sein? Es wäre unglaubliche Kraft oder unglaubliche Magie nötig, um diese uralte Barriere zu durchbrechen. Keins von beiden stand uns zur Verfügung. Die Bresche wurde entweder durch eines von Kyros Ediktum verursacht oder durch einen örtlichen Zauberer. Wie dein Unter auch ausfällt, das kannst du mir nicht anhängen. Ich würde es auch so sehen. Mach nicht den Fehler, ihr zu viel zuzutrauen. Okay, ich bin bereit, mein Urteil zu fällen. Also, dann hoffe ich, du hast alles, was du brauchst. Ich glaube deine Aussage nicht, ich befinde dich für schuldig. Wenn du nicht in den Altmauern warst, warst du nicht in den Altmauern und ich entscheide zu deinen Gunsten. Zumindest reichen die Indizien nicht aus, um die Anschuldigung zweifelsfrei zu beweisen. Du kannst gehen. Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich noch einmal auf meine vorherigen Fragen zurückkommen. Ich möchte damit einen Moment lieber nichts zu tun haben. Ich will mal kurz einen Quicksave machen. Weil ich will einfach mal wissen, was passiert, wenn ich die mehr oder weniger neutrale Variante nehme. Ob da wieder alle auf mich stinkig sind. Berichte mir dein Problem von Anfang an. Warum wurdest du verhaftet? Bla bla bla. Ja. Bin bereit, ein Urteil zu fällen. Zumindest reichen die Indizien nicht aus. Zorn bei Geschmähten, Gunst beim Co. Klug, Schicksalsbinder, klug. Ja. Das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Deswegen... Sagen wir so, die Indizien sprechen für sie. Also es sind nicht ausreichend Beweise, die beweisen wollen, dass sie in die Altmauern wollte. Die andere Seite ist, sie gehört zum Scharlachroten Chor und denen kann man nicht trauen. Ich glaube deine Aussage nicht, ich befinde dich für schuldig. Soll das ein verdammter Witz sein? Ich lache nämlich nicht. Es ist gleichgültig, ob sich dieser Abscheulichkeit schuldig gemacht hat oder einer anderen. Sie gehört in Ketten gelegt. Da stimme ich Beric nämlich zu. Du versuchst bestimmt nur, dich bei den Geschmähten einzuschmeicheln und ich bin einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ich bin kein Tauschmittel, hörst du? Bei Kyros knöchelnder Geplärre könnte einen Turm zum Einsturz bringen. Schicksalsbinder, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Right. Ja. Eisenschreiter mit Hund. Osmir hat wahrscheinlich nichts Neues mehr zu sagen. Glaubst du, du könntest die Fesseln lockern? Was ist hier los? Schon wieder los. Den Archonten sei Dank, dass du da bist. Ich brauche Hilfe, um mich aus diesen Ketten zu befreien. Er präsentiert mit einem entwaffneten Lächeln und einem lauten Rasseln seine Fesseln. Wohlgefangener, der Schicksalsbinder will nicht vom Pack wie dir gestört werden. Ich bitte um Verzeihung, es wird nicht wieder passieren. Lass den Mann sprechen, was ist denn das Problem? Oh, danke, vielen Dank.
Ich war während der Eroberung in Azur. Als Kern sich zum Feind von Kyros erklärte, gerieten unsere Truppen in Panik. Wir wussten nicht mehr, wem wir noch trauen konnten. Wenn ein Archont abtrünnig wird, kann man damit rechnen, dass seine Anhänger sich hinter ihn stellen. Ein Herdhexer verhielt sich seltsam, als würde er etwas im Schilde führen. Ich bin ihm zurück zum Zelt des Kommandanten gefolgt und habe ihn erwischt, wie er Vorräte durchwühlt hat. Sprich weiter. Ich habe ihn zur Rede gestellt, wir haben gestritten, wir haben gekämpft und... Der Soldat räuspert sich. Ich habe ihn getötet. Ich werde es nicht schönreden, ich hielt ihn für einen Verräter und habe entsprechend gehandelt. Später stellte sich heraus, dass der Herdhexer loyal gewesen war, mehr oder weniger. Der Mann, den ich getötet hatte, war nur auf der Suche nach seinem Tintenfass gewesen. Ist dieser Bericht wahr? Soweit ich weiß, es mag vielleicht eine Untersuchung gegeben haben, was die Loyalität der Erdhexen anbelangt, aber sie hatten keinerlei Auswirkung auf diesen Konflikt. Und was willst du von mir? Ich will gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Dem Buchstaben des Gesetzes nach hat Graf Ash die richtige Entscheidung getroffen. Das bestreite ich nicht. Aber im Sinne von Kyros Gesetz sieht der Fall anders aus. Ich habe einen mutmaßlichen Verräter bekämpft, nicht aus Jezorn gehandelt. So etwas geschieht im Krieg. Seid ihr beide damit einverstanden, dass ich mich in diesem Fall, entscheide? Der Soldat scheint seine Option abzuwägen. Ich heiße es nicht gut, Graven Ash Urteil zu hinterfragen, aber ich vertraue darauf, dass du als Tunons Schicksalsbinder eine würdige Entscheidung fällen wirst. Genau wie ich. Danke, dass du mich anhörst. Ich habe noch einige Fragen, bevor ich meine Entscheidung treffe. Nur zu. Gab es einen anderen Grund, den Erdhexer zu verdächtigen? Ich habe ihn während des gesamten Feldzugs im Auge behalten, aber nein, nichts Belegbares. Dazu kann ich etwas sagen. Die Wahrheit ist, dass wir schon seit Beginn der Eroberung misstrauisch waren, was die Magier anging. Sie scheinen sich beim Schmökern in Bücher wohler zu fühlen als auf dem Schlachtfeld und ich habe noch nie jemandem vertraut, der lesen kann. okay, dann vertraut er mir wohl auch nicht. Bist du schon früher durch unberechenbares Verhalten aufgefallen? Ganz und gar nicht. In den meisten Schlachten habe ich die Phalanx aus den hinteren Reihen unterstützt. Das ist eine wichtige Pflicht. Man steht zwar nicht an vorderster Front, aber viele gute Soldaten verlassen sich auf einen. Wenn jemand in den hinteren Reihen Anzeichen zeigt, dass er durchdreht, vielleicht weil er zu viele Schläge auf den Kopf bekommen hat, dann bemerkt das immer jemand. Wie war? In Zeiten der Anspannung und des erbarmungslosen Ansturms sind wir auf unsere Unterstützung der Infanterie angewiesen, um die Linien zu halten. Rom und Herdere werden nicht immer an der Front errungen. Gut, ich bin bereit, meine Entscheidung zu treffen. Hervorragend, danke, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Fall abzuwägen. Ich bestätige die Entscheidung von Graven Ash, du bleibst Gefangener. Ash hat sich geirrt, so etwas geschieht im Krieg. Du darfst deine Pflichten wieder aufnehmen. Du darfst in die Schlacht zurückkehren an der Spitze der Phalanx. Nur deine Stärke kann deinen Ruf wiederherstellen. Jo, List. Das ist wahrlich eine würdige Lösung für deine Probleme. Ein Jammer, dass du Schicksalsbinder geworden bist und kein Bandenschiff beim Chor. Du hast die Instinkte dafür. Ich weiß nicht, ob das eine Beförderung oder eine Todesstrafe ist, aber ich nehme bereitwillig an. Es ist besser als ein Schicksal. Es ist ein besseres Schicksal als diese Ketten. Ich kann nur raten, was Graven Ash davon hält, dass du seine Urteile uminterpretierst, aber zumindest lässt du diesen Wurm schuften. Das ist immerhin etwas wert. Er macht den Gefangenen los. Jo. Will do. Hast du vielleicht eine gescheite Rüstung für mich? Nein, du hast nur Waffen, oder? Nee, hier sind Rüstungen. Leder des eidgebundenen Leutnants. Hat 1 Rüstung mehr, was gut ist. Kann auch aufgewertet werden, was auch gut ist. Und ist auch nicht mal so teuer. Das andere, was wir noch hätten, wäre die eidgebundenen Rüstung hier. Ja, bei der ist es nämlich dasselbe.
Inwiefern ist die Eidgebunde... Achso, die hat Erholungszeit besser. Was auch viel wert ist. Minus 10% Erholungszeit. Ich hoffe mal auf die gesamte Erholungszeit. Gut, die ist gekauft. Können wir was verkaufen? Ja, wir können auf jeden Fall einen Himmelsklinge-Wurfspeer verkaufen. Oh, den Bronze-Wurfspeer, den brauchen wir auch nicht. Klinge des Ruins, die will ich nicht unbedingt verbessern. Und das, der Rest sind eigentlich... Ah ja, das Bronze-Schwert aus dem unbeugsamen Land vielleicht noch. Einmal Hordenstiefel weg. Und der Rest, der bleibt mal, wo er ist. Okay. Händlerhut, Hüte und so brauchen wir nicht unbedingt.